Halb gebrochen, der wolle von Berlin aus doch bloß der politischen Nation noch einmal zu winken. Raunten sie. Nicht altersmild, zunächst bricht er eine fundamentale Kulturkampfdebatte vom Zaun und proklamiert, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann kündet er massiv deutsche Grenzkontrollen an. Da die EU-Außengrenzen nicht sicher seien und schließlich sucht er den Schulterschluss mit Osteuropa. Die EU-Kommission sei in der Flüchtlingsfrage arrogant und belehrend. So könne man Europa nicht zusammenhalten bei Linken, Grünen, SPD und selbst beim CDU-Präsidium löst Seehofer damit schiere Schnappatmung aus, sie beschimpfen ihn als Spalter. AfD-Imitator, dass unsere Werteordnung gilt, dass wir eine kulturelle Entwicklung, eine geschichtliche Prägung in Deutschland haben, die eben vom Christentum, vom aufgeklärten Christentum geprägt ist. Für die mühsam gefundene Großkoalition sind Seehofers Vorstöße pure Provokation. Von Merkel bis Nahles sehnen sie sich dort vor allem nach Stabilität und Ruhe, um die Wunden des letzten Jahres verheilen zu lassen. Sie hoffen, er wird auch die Abschiebungen forcieren, den Grenzschutz aktivieren und kommunikativ verwienern. Seehofer wird Deutschlands Position der von Österreich angleichen wollen, doch die CDU will das nur halb. Die SPD ganz und gar nicht. Damit könnte das verbale Donnergrollen erst der Auftakt zu einer politischen Koalitionskrise sein, denn Seehofer arbeitet darauf hin. Dann liegt auf Söder ein enormer Erfolgsdruck. Bei der Landtagswahl sollte Söder dann nur ein mäßiges Ergebnis einfahren, kann er sich auf die Aktion Rückspiel, die Vokabel kursiert in der CSU bereits, gefasst machen. Dann würde Söder im Herbst das erleiden,